Ich bin Politberater geworden, weil ich gestalten will, weil ich verändern will. Das wollen Sie doch auch. Wollen Sie mich rauskaufen? Warum glauben Sie denn nicht, dass wir Sie Ihrer Kompetenzen wegen bei uns haben möchten? Weil ich auf der falschen Seite stehe. Für Sie. Intrigen auf höchster Ebene. Du hast sie schmieren lassen. Ja, was? Das ist ein Scherz. Bertram, wir wurden gehackt. Wir? Üble Machenschaften. Ein illegales Konto auf den Caymans. 50.000 Euro Bestechungsgeld auf eben diesem Konto. Fotos, die genau diese Geldübergabe belegen und E-Mails, die eindeutig... Die sind aber nicht echt! Jemand will mich absägen. Und ich soll das einfach so hinnehmen. Von der Sonnenseite des Lebens. Ich habe heute mein Mandat niedergelegt. Auf die dunkle Seite der Macht. Herzlich willkommen an Bord, Frau Blumenthal. Irgendjemandem bin ich zu unbequem geworden. Ich muss rausfinden, wer mir das angehängt hat. Im Netz aus Korruption und Manipulation. Finden Sie doch einfach die Schwachstellen von Frau Steiner raus. Was verlangen Sie da von mir? Ich verlange von Ihnen, dass der Entwurf so nicht durchgeht. Mit Hilfe von Stasi-Methoden. Wir sind ein Wirtschaftsunternehmen und nicht die Mafia. Perfide Methoden auf dem politischen Parkett. Mit Informationen verdienen wir unser Geld. Wir haben über jeden welche. Enttäuschen Sie mich nicht, Frau Blumenthal. Wie schmutzig kann Politik sein? Werden Politiker jetzt von Lobbyisten in die Ministerämter geschubst? Nichts ist heilig, wenn es um Interessen geht. Und um das große Geld. Warum werde ich systematisch demontiert? Lobbyistin, auf welcher Seite stehst du? ZDF Neo.